Ein reweisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zum Thief Simulator. Ich hab's hingekriegt, ich habe einmal das Spiel neu gestartet und dann ging das, ging die Story wieder. Ich habe das Tablet an den Winnie geschickt und habe dann dadurch den neuen Auftrag bekommen, und zwar bei der 104 des Autoclown. Wo sind die 104 jetzt? Hier ist die 104, da waren wir nämlich schon mal. So. Gehen wir mal. Jetzt sind gerade beide zu Hause. Aber ich glaube, die sind ganz unten, oder? Ja. Das heißt, ich habe hier ein leichtes Spiel eigentlich so. Geil. Toll. Ich hätte leichtes Spiel. Hätte ich denn einen Schlüssel oder sowas? Haha. Toll. Ist hier irgendwo ein Autoschlüssel? Geld. Komm, irgendwo muss doch ein Autoschlüssel sein. Scheiße. Bleib liegen. Einfach weiter schlafen. Vielleicht an der Garderobe irgendwo was? Das gibt's doch gar nicht. Ist doch irgendwo ein Schlüssel sein. Komm schon. Scheiße. Okay, die ist noch am Schlafen. Ist gefährlich. Badezimmer, die wird immer unruhiger beim Schlafen. Ich dachte, das wäre jetzt so easy going, mal ganz schnell hier das Auto mitnehmen. Das braucht man jetzt aber auch dieses Elektro, den Elektropick. Nein. Wo kommt die hin? Toilette, okay. Ja, toll. Toll, schön.
Ja, das bedeutet, ich kann das Auto nicht klauen. Ne, weil hier nirgendwo ein Schlüssel rumliegt. Ja gut, im Kinderzimmer wäre jetzt echt ein bisschen komisch, aber man weiß ja nie. Hier vielleicht? Einfach mal den Nachbarn gesehen durch die Wand. Nix. Scheiße. Oh, nee, 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 schmeiß mal weg. Schmeiß das blöde Bild weg. Junge. Ist jetzt kaputt? Ich will das nicht. Das da können wir mitnehmen. Nee, das ist auch zu groß. Ja gut, ja. Nicht gut, aber okay. Wir haben das Problem, dass wir erstmal gucken müssen, dass wir irgendwie an Kohle rankommen, damit wir da hier dieses Ding uns holen können. Den Elektropick. Vielleicht noch irgendwas mitnehmen. Noch haben wir ein bisschen Platz. Oder hast du Geld? Nicht viel, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Nicht wirklich was. Vielleicht den Toaster von unten noch mitnehmen. Jetzt ist da die Tür offen. So, da. Ja gut, denn hier das Ultra-Geld werden wir jetzt nicht kriegen, aber vielleicht bringt der Toaster ja 2000 Dollar, weil es ein ultra seltenes Exemplar ist oder so. Innen drin, nur außen mit Plastik und innen drin ist komplett alles Gold. Welcome back. Ja, oder auch nicht. Uff. Uff. Ja, wir brauchen noch 3000 Dollar.
Haben wir von denen hier die Routine? Nee. So. Hier war es so, die Person, da ist immer eine zu... Nee, hier ist nicht immer eine zu Hause. Wo ist denn immer eine zu Hause? Hier, glaube ich. Ja. Eher nix. Da hinten oben. Irgendwo waren ja auch noch Saves. Die können wir ja auch versuchen zu knacken. Ist gerade nicht bekannt. Da ist komplett unbekannt. Wie war das jetzt? Da sind welche da. Was mache ich denn jetzt am besten? Irgendeine schnelle Nummer. Ja gut, das sind zwei Leute nicht zu Hause. Nee, da... Ach, ah! Auf der anderen Seite war das. Falsches Haus. Ich will wieder raus hier. Tschüss. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Da sind zwei Leute nicht zu Hause. Mensch. Falsche Hausnummer. Oh, war das knapp. Oh, oh, oh. Als ob... Geh da rein! Mach den Deckel zu. Hoffentlich finden die uns da drin nicht jetzt. Bitte nicht. Aber nicht mal der Anwohner hat uns bemerkt. Irgend so eine Frau, die draußen rumläuft, oder was? Oder... Ach so, ist das die Anwohnerin vielleicht? Ja, gut, es ist eine Anwohnerin. Aber die kam ja gerade erst nach Hause. Als ob man da gleich ins Fenster reinguckt und dann... sofort weiß, alles klar hier wird. Ist das Polizeiauto gerade durch uns durchgefahren? Durch die Mülltonne?
So, da fahren wir jetzt verkaufen. Und dann muss ich bei der nächsten Folge mal gucken, was ich dann mache. Sie muss am besten Handys mitnehmen. Handys und Tablets. Die Dinger sind wertvoll. Und die kann man so schön in den Rucksack reinpacken. Ja gut, wer weiß, so ein Bild, denke ich mal, könnte auch richtig wertvoll sein. Ja, ich weiß, es war nicht so gut. Welcome back. Kann ich die Gitarre vielleicht übers Ding verkaufen? Über Black Bay? Sieht so edel aus, die Gitarre. Nö. In dem einen Ding war noch so ein Kerzenständer. Den hätte ich mitnehmen können. Der bringt $240. Zwei Stück. Ja gut, aber ich würde dann sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar. Dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.